Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Cyberpunk Let's Plays. Ich habe unnormal Bock. Wir sollen uns mit Jackie treffen. Triff dich mit Jackie. Oder melde dich bei... Okay. Das Geschenk. Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Netrunner. Die Übergabe. Triff dich mit Jackie. Finde den Ring in Kabuki. Ah, hier, da können wir uns prügeln. Hier ist diese Übergabe mit Jackie. Und ist das hier das Optionale? Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lizzie's Bar. Die Kundin. Rechtsklick, Wegpunkt verfolgen, oder? Oder sollen wir das hier auf dem Weg abholen? Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Netrunner. Ja, wenn das hier so in der Nähe ist, oder? Schlitzen wir den schnell weg. Ich hoffe, da wird er auch geschlitzt. Gucken wir uns die Geschichte mal an, oder? Wird doch gelacht hier. Direkt in der Nähe sein und sowas nicht mitnehmen. Ey. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr Night City in die Adern kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Ab und zu auch mal pöbeln. Na? Solche Geschichten. Ey, geht mal aus dem Weg. Und ich muss dringend mehr mit der F5-Action reingehen. Hey, ist hier... Hey, nicht drängeln. Es ist genug für alle da. Habe ich irgendwo was gesehen? Sex, Quick Save? Ich glaube nicht, gell. Nee, muss ich mal in der Tastenbelegung noch schauen, früher oder später. Oh ja, nehme ich alles mit. Ist ja klar. Ist das jetzt jemandem gestohlen oder legt es da echt einfach so rum? Moin. Voll wichtig. Wichtig, dass du dich benimmst. Ja, finde ich auch, gell. Benehmen ist schon eine Hausnummer für sich. Alter, ihr seid ja übelst die Monks, oder? Bist du ein Mönch? War das Absicht? Was? Hier, moin. Wie läuft's bei dir? Hey, voll gut. Selbst? Stark. Dann... Ich wittere eine gewisse Nähe. Moin. Ah, cool, was geht hier ab? Ja, rein da. Nehme ich mit. Neuer Splitter, der Untergang des Sturz... Was? Der Sturz des ersten Net... Mhm. T-Bug hat mir gesagt, ich soll hier was abholen. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Genau. Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ja, nehme ich immer gern, Alter. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Aha, das da, oder? Easy. Quick Hacks in deinem Cyberdeck ausrüsten. Dein Cyberdeck hat eine begrenzte Kapazität für Quick Hacks. Du kannst die darauf installierten Quick Hacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierfür dein Inventar. Die Kategorie des Quick Hacks, den du installieren wirst, darf nicht höher sein als die Kategorie deines Cyberdecks. Alles klar. Okay, dann rüsten wir den mal aus, ne? Also, was haben die gesagt? Quick Hacks ausrüsten. Wähle das Cyberdeck-Slot in deinem Inventar aus, um den Mod-Bildschirm zu öffnen. Alter, werde ich jetzt ein Hacker, man. Let's go. Hier hack ich rein. Einfach gehackt. Okay, lade den Ping-Dämon in, Demon in die Kamera hoch, und den um den Zugangspunkt zu finden. Alles klar, dann, Bruder, was ist denn hier los? Was soll ich jetzt hier machen? Hier oder wie? Ah. Ja, da oben den Ping-Dinger. Den Ping-Dinger. Okay, ja. Verbinde dich über deinen Direct-Link mit dem Zugangspunkt und hacke diesen. Alter, ist ja crazy. Und was kann ich jetzt machen? Ach so, da muss ich mich direkt mit verbinden. Kann das sein? Ja, hier genau. Da musst du was reinstecken. Alles klar, wird hier gehackt, hä? So, wie war das hier nochmal? Sequenz zum Upload. Okay, wir brauchen 1C und wir brauchen 55 oder so, hä? Ach so, jetzt check ich das endlich. Alles klar, Terminal verlassen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, gerafft, was hier die Schwierigkeit ist. Das habe ich beim letzten Mal nämlich gar nicht gerafft, was da überhaupt das Problem sein soll. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, gerade gecheckt. Wir müssen die Reihe wählen, in der beide Sachen vorkommen, oder? Oder wie erträume ich mir das?
Hier, wenn ich das jetzt wähle, da haben wir die 55 und die 1C. Und hier ist nur die 1C drin in dem Cluster. Da habe ich echt nicht ganz gecheckt, was da abgeht, als ich das letzte Mal gemacht habe. Gehen jetzt mal mit 1C und dann kann ich nur noch hier auswählen. Das ist natürlich Shit, gell? E9, Alter. Und dann darf ich hier auf die 55. Und dann darf ich 1C nehmen und dann die 55 nehmen. Jetzt verstehe ich's. Okay, das heißt, ich muss da quasi so hin immer wechseln zwischen horizontal und vertikal, bis ich die beiden jeweils gewünschten Sachen oder die 3, 4 gewünschten Sachen nacheinander abgehen kann. Ob ich dazwischen irgendwas anderes wähle, um zu diesem Ziel zu kommen, ist erstmal egal. Okay, was mache ich hier jetzt? Ja, easy. Alles gemacht, glaube ich, ja? Stark. Das Geschenk. Mission abgeschlossen. Easy für den Peabody. Easy. Okay, dann macht's gut, gell? Ich wünsche euch was. Haut rein. Alles klar. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lizzie's Bar. Dann machen wir das doch mal, oder? Ja, genau. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Sollen wir da mit dem Auto hinfahren? Hätte ich ja nicht schon Bock drauf. Wie hole ich nochmal mein Auto? B? N? Wie? War es nicht wie? Es war doch wie, oder? 40 Meter. Wo? Da hinten. Das spawnt da einfach. Das ist schon echt cool. Naja, chillt mal, Leute. Darf ich einfach drehen? Easy. Awesome. Da, ha? Na, unseren Wackelkopf finde ich schon cool. Hab ich meine Gun gezogen? Ist ja cool. Ist ja mega cool. Okay. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann ist natürlich schlecht irgendwie. Mit dem Katana Drive-By weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Wenn du beim Fahren deine Waffe ziehst, wird der Kampfmodus aktiviert, sodass du gleichzeitig fahren und schießen kannst. Am Steuer kannst du Pistolen und Maschinenpistolen benutzen. Schießen, halte Maus gedrückt, standardmäßig werden Gegner beim Zielen automatisch erfasst. Im Menü einstellen kannst du diese Option ändern. Manuelles Zielen, halte Rechtsklick gedrückt. Okay, Kampfmodus beenden, F. Dann beenden wir den erstmal. Und ich glaube, abbremsen sollte ich auch mal kurz. Hier, ich brauche gerade keinen Kampfmodus. Ich wollte wissen, Kamera wechseln, Q. Okay, ja, stark. Also ich glaube, hier und da für eine Verfolgungsjagd oder so stelle ich mir die Ego-Perspektive extrem geil vor. Aber ich glaube, ansonsten wäre ich eher so Third Person unterwegs, ne? Ja, ja, Leute, chill mal. Das geht schon. Muss da doch mal ein bisschen vom Fleck kommen. Ist das hier schon oder wie? Sieht so aus, oder? Ja, ja, sieht stark so aus. Na dann, raus da. Ja, moin. Geschlossen, tut mir leid. Es ist noch zu früh. Mox, Alter, du hast eine ziemlich coole Frisur, finde ich. Ich mag diese, wie sagt man immer dazu, Dutt, gell? So ein Doppeldutt, das finde ich schon ziemlich lässig. Kann ich hier auf Tee warten? Kann ich nicht. Kann ich hier irgendwie warten? Kann ich warten? Geht das? Und was kann ich ansonsten machen vor allem? Was ist hier in der Nähe? Regina Jones. Abgeschlossene Aufträge 0 von 23. Cyberpsycho-Attacke. Neutralisiere die Bedrohung. Ja, rein da, oder? Wie muss ich da denn fahren? NCPD. Überfall im Gange. Was kann ich da machen? Nichts, oder? Übergabeort für den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Mhm. Es geht hier, Ripper Dog, alles klar, Aufträge. Ja, geh mal schnell darüber, oder? Cyberpsycho-Attacke, ich finde, das klingt vielversprechend. Da sehe ich uns. Dann kommen wir hier später vorbei. Ich meine, wenn jetzt halt noch nichts geht, kann man jetzt halt nichts machen, gell? Jo, Alter, ne? Lass dir Zeit. Vorher beim Einkaufen auch schon wieder das Leben gehasst. Ich denke, man kennt's, oder? Wir hatten eine Person vor uns an einem Regal, an das wir ran wollten, und sie hat dann da eiskalt einfach ihre Sachen im Wagen sortiert. Endlich mal was los hier! Was ist los? Was habe ich getan? Hä, was ist denn? Wow, chillt mal.
Ah, hier ist so ein Pegel. Wir schlitzen die weg. Wie heal ich nochmal? War das auf X? Mhm, alles klar, da ist noch mal. Wir brauchen dringend ein paar Schlitter-Moves, mit denen wir zu den Gegnern hinschlittern können. Oh, Alter, hä? Der, was? Dein Ernst? Yo, Leute, chill doch mal. Ich wollte da noch looten. Nimmt der mich einfach mit? Glaub's ja nicht. Okay, war's das. Will noch jemand Ärger oder wie ist es? Hey, verpisst ihr euch? So sieht's nämlich aus. Warum hatten die denn Ärger mit mir in the first place? Das habe ich gar nicht verstanden. Was habe ich denen getan? Weil ich die überholt habe oder wie? Deswegen wollten die direkt Ärger. Oder wie? Ja, läuft doch aber gut. Wir brauchen dringend noch irgendwie so Dashes. Wäre mal noch wichtig zu wissen, wie man überhaupt rutscht. Ob ich das erstmal lernen muss, dass ich so rutschen kann oder so. Ja, weil auf dem Weg zu den Gegnern kriegen wir halt Hits. Das ist natürlich Quatsch. Yo, Leute, was ist denn hier los? Wo hängt's denn? Du stehst da ja einfach rum. Ja, was ist denn? Ups, sorry, Leute. Was ist denn immer denn ihre Mission so? Auf was warten die? Also klar, wenn hier und da mal eine Ampel rot ist, verstehe ich, aber ab und zu stehen die schon auch einfach mal ein bisschen rum, oder? Ja, easy, guck mal, da, das schauen wir uns jetzt an. Da geht bestimmt gut die Party ab. Okay, was mache ich hier jetzt? Ja, chill, sorry, Leute. Ja, kann ich da irgendwas tun? Oder bin ich da eher unerwünscht? Töten oder getötet werden! Krieg ich da jetzt Ärger, wenn ich da jetzt reingehe? Das wollte ich nicht, wirklich. Ich muss da rein, oder? Was haben wir da? Aha. Blut und Kron! Was fliegt da rum? Wo Gegner? Wer bist du? Z-Daten. Flüchtling. Flutlicht. Fast, ne? Oh, ich glaube, ich habe irgendwas gehackt. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Okay. Ich weide dich aus! Redet sie mit mir? Sie redet mit mir, oder? Oh, Dude, was hast du denn für Moves drauf? Hm, was geht bei ihr ab? Und warum hat sie 100% Leben? Ja, schon ein bisschen. Warum kriegst du denn kein Damage? Blockt sie das alles ab? Ohne Probleme, oder wie? Warum hat sie so 100%? Neutralisiere die Bedrohung. Ja, okay, und warum no damage für sie? Ist sie einfach zu krass für mich? Nee, jetzt kriegt sie Schaden. Aber warum kriegt sie nicht immer Damage? Naja, wir haben ja noch andere Waffen. Wo bist du? Okay. Kleiden wir uns hier mal so ein X rein, hm? Huh? So, wo ist die? Oh, man sieht sie quasi gar nicht. Kann ich mir die irgendwie cooler einblenden lassen? Hey, die hat ja mega viel Leben. Warum genau ist sie denn so strong? Sollte ich hier überhaupt schon chillen? Schmerzen! Mehr Schmerzen! Was ist denn mit ihr? Was ist denn ihre Mission? Sie ist ein cooler Gegner. Sie kann auch echt Dinge, gell? Sie dasht so rum und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Und sie prügelt mich dann halt auch tot, gell? Kritische, du bist tot. Ja, letzten Checkpoint laden. Sieht wohl so aus. Eieiei, hä, die haut uns ja gestört aufs Maul. Was ist denn da los?
Wieso kriegt sie denn von Nahkampfwaffen kein Damage? Wenn das natürlich häufiger der Fall ist, dann habe ich natürlich ein Problem, oder? Halt die Hände bei dir. Ja, ich würde gerne mal checken, was hier jetzt los ist. Das kann doch nicht sein, dass sie so, ne? Neuer Splitter, Z-Nachricht lesen. Alarmstufe rot. Ziel, Leutnant Mober. Bedrohungsstufe kritisch. Okay, also sie ist auch einfach heftig, gell? Ja, sie hat auch so einen Totenkopf. Aha. Ziel zeigt Symptome einer Cyberpsychose. Ergebnis der telefonischen Rücksprache mit dem Arzt. Negativ. Behandlung unmöglich. Das Ziel befindet sich an einem an den angegebenen Koordinaten, wo es auf die Ankunft von Sanitätern wartet. Plötzlicher Angriff nicht auszuschließen. Warnung, das Ziel ist mit militärischen Kampfimplantaten ausgestattet. Höchste Vorsicht ist geboten. Sobald die Bedrohung neutralisiert wurde, schicken Sie den Bericht über die verschlüsselten Kanäle. Alles klar. Okay, ja, das ist einfach ziemlich crazy hier, gell? Also der Cyberpsycho, wir sehen hier direkt, sie hat diesen Totenkopf. Müssen wir jetzt schon gucken, wie wir das machen irgendwie. Das wird definitiv nicht easy. Blut und Chrom! Ich weide dich aus! Da ist sie, oder? Hast du jetzt Angst, du Pussy? Ja, Ultra. Warum kannst du denn so cool rumporten? Weg hier, renn! Was ist denn nur mit ihr? Sie ist einfach viel zu heftig unterwegs. Ja. So 12% haben wir schon genommen, ha? Huh? Das kann nicht angehen! Ja, lieber nicht mit dem Katana rein, das macht glaube ich echt keinen Sinn. Come on. Ich kämpfe weiter! Ja, tu das. Und vor allem rede bitte weiter, dann sehe ich nicht mehr voll gut, wo du bist. Schmerzen! Oh! Mehr Schmerzen! Wann darf ich wieder eine Granate werfen? Bald. Das kann nicht angehen! Solange sie da stehen bleibt, könnten wir das schon packen, oder? Nehmen wir uns mal wieder so ein Medi-Ding rein. Krieg die mal wieder in den Nade. Ich kämpfe weiter! Ja, tu das. Vor allem, wie gesagt, bitte rede weiter. Ja. Komm schon. Wir grinden die weg. Wo ist sie? Shit! Ja, sie ist schon echt strong, gell? Wir haben sie schon unter 50%. Das ist doch klasse. Ich weiß nicht, ob ich... Also in Zukunft werde ich das nicht machen, wenn das hier mit so Totenköpfen ist. Das ist ja schon ein ätzender Kampf. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen exploity. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt nehmen wir das auch mit. Ich bin hier extra hergefahren. So, es geht jetzt ja hier nicht an, oder? Dass ich da einfach sage, nee, machen wir jetzt nicht. Wie sie auch einfach die ganze Zeit unsichtbar ist, ist halt schon nervig, gell? Ja. Komm schon. Gönn dir mal ein bisschen. Bisschen kassieren ist auch mal wichtig, glaub mir. Was haben wir denn hier noch? Okay. Aber da müssten wir halt sehr nah ran. Ja, wäre jetzt nicht die beste Idee, glaube ich, bei ihr. Sie macht im Nahkampf schon echt gestörten Damage. Ist sie wieder zurückgegangen? Nee, ist sie nicht. Sie hat nur angetäuscht, gell? Ich kämpfe weiter! Ja, mach das. Wie gesagt, bitte red vor allem weiter. Das ist das Wichtigste. Crouchen wollte ich nicht. Uiuiui. Wir holen die. Lief, oder? Street Crab, let's go. So muss das sein. Hier, guck mal, was wir da haben. Ja, Alpha Schockstock und solche Geschichten. Ja, alles Mögliche. Oh yeah, bisschen Munition. Ja, ist hier noch irgendjemand? Der Beefel? Ich habe nur ein bisschen Angst. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Kann man schon gut ausluten hier, die Gute. Die hat ja richtig gechillt. Ist sie richtig hier verbunkert, oder? Alter, lässig. Würde ich mal behaupten, hier ist Cyberpsycho einfach weggemacht, oder? Also wie gesagt, war jetzt durchaus ein bisschen exploity. Ohne die Ecke, da hätte ich es nicht gepackt. Aber cool zu sehen, was hier so gegnertechnisch abgeht. Bin mega froh, dass es nicht so ist, wisst ihr? Ah ja, ich bin übelst außer Welt unterwegs und alle anderen können gar nicht so krass sein wie wir.
direkt nice mal zu wissen, dass hier gleich am Anfang sowas möglich ist. Ja, können durchaus Leute da sein, die ordentlich was drauf haben und auch irgendwie unsichtbar sein können. Dann hat sie ja irgendwie so einen Flash-Stab gehabt, mit dem sie mega schnell von A nach B konnte. Also das war jetzt schon richtig nice, würde ich sagen. So stelle ich mir Combat hier natürlich vor. Wo sehe ich denn, wie viel Uhr wir haben? Hier, 17 Uhr. Ab 18 Uhr. Ja, dann fahren wir da jetzt hin, dann passt es, oder? Rein da. Ups, nee, schon vorwärts hier. Guck mal hier, was ist da los? Warum stehen die da? Da ist doch nichts, oder? So, was ist da denn ihre Mission? Manchmal check ich es noch nicht ganz. Ich fand's ja immer lustig irgendwie, wisst ihr, gerade so, keine Ahnung, in den alten GTA-Teilen, San Andreas oder so, ne? In den alten Need for Speed-Teilen, was weiß ich. Underground, Underground 2, Most Wanted, solche Geschichten. Man hat ja schon hier und da auch einfach gedacht, komm, warum haben die gerade auf mich geschossen? Will der Beef? Der will Beef mit mir? Okay. Weiß ja nicht, ob das so gesund für dein Leben ist. Ich glaube, wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Muss mir echt angewöhnen, hier die Sachen gedrückt zu halten, um auszusteigen. Da bin ich echt noch ein Laie drin. Ja doch, schon unterwegs! Haben wir da zufällig was abbekommen? Was bist du für jemand? Ich will deine Daten sehen, bitte. Z-Daten. Gauner, Tiger Claws sind es wieder, ne? Würde Kopfgeld geben, so, aber... Ich glaube, die haben vorher rein zufällig so. Das waren ein paar Querschläger letzten Endes, oder? Die haben jetzt kein Beef mit uns, dann lassen wir das auch erstmal. Ich dachte, die hätten hier, ne, einfach so ein bisschen Stress angefangen. Na, um einen Punkt von vorher zuzumachen. Ich habe es geliebt, früher in den Games, ja, die ich vorher genannt habe, so die jungen GTAs, die jungen Need for Speeds. Hat man immer wieder mal so die Challenge gehabt. Also ich habe das damals zumindest mit Kumpels von mir gemacht, dass man einfach mal rumfährt und tatsächlich versucht, die Straßenordnung zu achten. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Regeln und dergleichen. Dass man halt guckt, ey komm, wir bauen jetzt mal keinen Unfall und so. Und ich find's dann witzig, wie es echt stellenweise einfach nicht so einfach war. Also, es war viel schwieriger, ich sag mal, keinen Unfall zu bauen, wenn man langsam fährt und die Ordnung und Regeln achtet, als es war, einfach sehr, sehr gut in dem Spiel zu sein. Also, wir waren alle sehr, sehr gut in diesen Spielen, ja. Aber, also die Leute, mit denen ich da gehangen habe. Aber es war schon schwieriger eigentlich, einfach normal zu fahren. So, wie sieht's aus? Wie viel Uhr haben wir jetzt? Come on, wie schnell vergeht hier die Zeit? Wo habe ich vorher nochmal die Uhrzeit gesehen? Wo war das gleich? War das auf der Map? Das war auf der Map, oder? Karte. Hier sehe ich es aber, oder? 17.47 Uhr. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen chillen. Bald dürfen wir da rein. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um, oder? Ja, moin. Wie geht's dir? Bist du drauf? Hola! Hola? Ja, hola, Alter. Hier, moin. Na, wie ist es? Es geht ab. Du, nicht so viel. Gönn dir. Stark. Was macht ihr hier so? Ist das euer Wohnzimmer? Ich will hier nicht einfach reinplatzen. Moin. Kennen wir uns? Noch nicht, aber coole Diamanten, Alter. Sind das Rubine? Hat ein bisschen was von Doflamingo, oder? Ganz schön lässig. Ja, moin. Interessantes Gesicht. Bist du mal unter dem Messer gewesen? Ich schlitz viel mit dem Messer, aber ich glaube, auf mich selbst eingeschlitzt habe ich bis jetzt noch nicht. Schon viel Quatsch passiert, aber das tatsächlich noch nicht. So, kann man hier noch was looten bei euch? Bestimmt kann man irgendwie warten, oder? Kann man hier? Nee, kann man nicht. Wie komme ich denn in dieses Menü immer rein? Ah, was habe ich jetzt gemacht? Wenn man einmal Tab antippt, dann kann man sich so Dinge einblenden lassen, die in der Nähe abgehen. Und das hier ist dann der richtige Scanner. Genau, wisst mal Bescheid. Will ich jetzt aber gerade eigentlich gar nicht gemacht haben. Ich meine immer, wenn ich hier das erste Mal Escape drücke, bin ich in diesem Menü. Wie komme ich da denn rein? Da gibt es doch bestimmt auch eine Möglichkeit, hier direkt hinzukommen. Okay, warten. Ja, bäm. 3 Minuten warten. Ja, komm, das kann ich mir jetzt gerade sparen, ganz ehrlich. Also die 3 Minuten warte ich jetzt nicht mehr. Die sitzen wir jetzt einfach noch aus, oder? Das kann jetzt ja nicht allzu lange dauern hier. Immer hatten wir vorher nicht noch eine Nachricht auf dem Handy? Können wir das noch schnell checken? So, wie ist es da? Bartmoss Collective. Kapitalismus ist ein kalt servierter Fisch. Okay. Aha.
Cyberpsycho-Attacke, Lieutenant Mower. Ja, genau, was sagt die dazu? Hab von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Psycho gehört wahrscheinlich zu ihnen. Ich wette, es ist Lieutenant Mower. Aber egal, sie muss sofort in Behandlung. Also sorgt dafür, dass das Ganze dass sie das Ganze überlebt. Habe ich dafür gesorgt, dass sie das überlebt oder habe ich sie einfach getötet? Ich glaube, ich habe sie einfach getötet, oder? Oder nicht? Okay, so jetzt muss es aber 18 Uhr sein, oder? Na, vielleicht kriege ich es dann ja auch bei der Quest angezeigt. Ja, sprich mit den Türsteherinnen. Hey, Zuckerschnute. Moin. Wie wär's mit deinem heißen BD? Du, immer. Klar, ich gehe mal rein. Brain Dance? Really? Was habt ihr so? Was habt ihr so? Brain Dance. Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Ja. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Scheiße, natürlich. Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Okay. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Alles klar. Viel Spaß, Puppe. Willkommen im Lizzie's. Cool. Die Collision ist gar nicht so schlecht. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Moin, wer hat das gesagt? Hi, Leute. Hi. Hi. Konnichiwa. Ja, konnichiwa. Okay, dann gucken wir mal weiter hier, was hier abgeht, oder? Hm. Woo. Er hat sie wohl schon absolviert. Starker Club, Mann. Wundert mich gar nicht. Hören die gar keine Musik? Na doch, ein bisschen. Dachte grad schon. Hängt alles davon ab, worauf du stehst? Moin. Hey. Willst du was trinken? Arbeitet Lizzie noch hier? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Okay, und dann? Lass mich raten. Es blieb nicht so. Hm. Tiger Claws sind schuld. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Okay. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt. Als Andenken. Susie. Und das Geschäft läuft immer noch. Stark. Okay, ich suche Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vee. Ich bin Vee. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vee. Ich bin Matteo. Aha. Moin. Ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie erwartet. Sie saß basically neben uns. Ja, moin. Ah. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Trinken. Hm, mein Lieblingstequila. Bitte. Hm, nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das?
Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Mhm. Warum treffen wir uns hier, Alter? Gerade eben konnte ich, glaube ich, schon mit Coolness 6 durchstarten. Ne? Es war so ein Yin und Yang. Und hier haben wir jetzt Reflexe 9. Reflexe 9, würde ich sagen, ist für unser Level. Was denkst du? Und den Fortschritt in der Story sehr, sehr hoch. Deswegen probieren wir es mal, oder? Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Ja, das ist klar. Das gehört, Matteo. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Alles klar. Warum haben die denn hier alle Baseballschläger? Ist das, also, ne? Das kann ein geiles Stück wie alles ich. Alles ist in Ordnung, echt. Wie dich tun. Sag mir doch einfach Ringel die Wahrheit. Mit anfassen oder was versaut. Hab ich gerade. Wachs. Da rein. Ja. Okay, moin. Ich hab doch gesagt, ich komm. Oh, sind wir da? Da kann ich doch was aufheben, oder nicht? Mit dich und deine Freundin? Knallen wir uns erstmal hin, ha? Moin. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Alter, guck mal, wir können richtig cool mit unseren Attributsachen reingehen. Dir ist egal, was Dex denkt. Mhm, ja, komm, wir testen ich das warte. Mal. Ja. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch. Schmeicheleien sind nur unter deine Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Schreibst du seine Biografie oder was? Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Ja, komm, sind wir mal ein bisschen ehrlich hier. Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Es gibt zwei Arten von Fixern. Die einen halten ihre Crew an der Leine und binden sie mit Verträgen an sich. Für die zählt Loyalität und Verlässlichkeit mehr als alles andere. Und dann gibt's die andere Sorte. Wie Dex. Okay, die andere Sorte, erklär's mir. Komm schon, spann mich nicht so auf die Folter. Glücksritter. Sie verlassen sich nur auf eins. Ihre Intuition. Sie setzen auf Potenzial. Und wenn sich das bei einer neuen Crew nicht auszahlt, dann war das der letzte Fehler ihres Lebens. Ich hoffe inständig, Dex lässt seine Intuition nicht im Stich. Okay, also ergo, wenn wir da reinkacken, war's das mit unserem Leben. Reden wir lieber über das Geschäft. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nein, nicht gerade meine Preisklasse. Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? du hast doch ein Ass im Ärmel. Du, die hat doch, guck doch, wie verschmitzt sie gerade auch gegrinst hat. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten?
Okay, ja. Netwatch? Da stimmt doch was nicht. Da ist Böses im Busch, Leute. Moment. Wie? Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Alles klar. Dann, okay. Und was kriegt Yorinobu dafür? Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Okay, wo bewahrt Yorinobu den Relic auf? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Alles klar, okay. Was kommt als nächstes? Okay. Und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein, um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Alles klar. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rack-Implantat. Was dagegen? Nein, nichts dagegen. Nein, nichts dagegen. Dann zeig mal diesen Braindance. I need Judy facts, wird uns not helfen. Fuck. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Alles klar. Wie? Das ist wichtig. Okay. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Ja, aber erstmal nehmen wir hier was mit. Ja, ist ja klar. Was gibt's hier noch? Ja, guck mal, da was. Hey, da bist du ja. Das ist Vi. Sie ist für den BD hier. Vi, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Stark. Hey, Judy. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Alles klar. Ich loot noch schnell den Chip, der hier liegt, okay, Leute? Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was bedeutet ungefiltert? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs, vorausgesetzt sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse, hart kodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay.
Ja, Leute, ich würde behaupten, auch wenn diese Episode damit etwas kürzer ist, bevor da jetzt mächtig was losgeht, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das dann mächtig den Rahmen sprengt, verschieben wir das in die nächste Episode. Da gibt's dann einen dreckigen BD für uns alle. Ich bin ultra gespannt. Liebe geht raus, bleibt gesund, stay hydrated, stay cyberpunk. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Hey.